Ich glaube, die größte Herausforderung war immer und ist immer gewesen, diese Balance zu halten zwischen Vater sein und Künstler sein. Weil man sich immer, egal was man tut, man fühlt sich immer hin und her gerissen von diesen zwei Welten. Und wenn ich bei mir im Büro sitze, dann denke ich mir, ich sollte eigentlich bei meiner Familie sein, aber nein. Ich sollte auch nicht, und wenn ich zu Hause bin, dann denke ich mir, okay, es ist, glaube ich, diese Herausforderung, wirklich im Hier und Jetzt zu sein.